Ich finde, das war eine gute Einleitung. Ja, Jan, das war eine gute Einleitung. Ja, man muss sich einmal wieder neue Sachen ausdenken in der Pokémon Schwarz 2 Soling Challenge. Oh mein Gott! Wir gehen weiter nach Süden, habe ich gehört. Genau. Oder die Frage ist, gehen wir weiter nach Süden? Oder Süden wir weiter nach Gehen? Ich habe einen Transfer-Orb gefunden. Ich finde, das ist die richtige Antwort darauf. Ganz ehrlich, und eine Zoom-Linse. Das kannst du so nicht sagen. Geht einfach nicht, das kannst du so nicht sagen. Die Frau, die da oben auf der Treppe steht, will sie bei dir auch ein Pokémon, das einen Dingens trägt, das einen Felskern hat? Ja, auf jeden Fall wolltest du irgendwas von mir und ich habe gesagt, nein, ich sammle lieber die Zoom-Linse ein, die dort unten im Zoom... Du hast echt auch eine Zoom-Linse gefunden? Ja, und eine Spezialität. Ja gut, bei mir war es ein Transfer, ab das andere. Das linke oder das untere Item von dir, die Zoom-Linse? Das untere. Ach, schade. Wobei doch, das ist der deswegen Soul-Link, weil ich habe bei mir was das linke. Super. So, ich muss gerade echt, ich habe ein bisschen Übersicht verloren, gegen wen ich schon alles gekämpft habe, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, du hast den Starter-Trainer da schon gehabt, ich nehme ich nicht. Ja, der haut erstmal mit seinem Radfratzen Risiko-Tackle auf meinen Leder-Kritze. Also ich habe gegen eine Göre gekämpft, zwei Teenager und einen Veteran. Und irgendwo bei der Göre soll anscheinend auch noch eine Lichtung sein. Falls du da irgendwie mal kurz gucken möchtest. Die nächste Göre fängt mit Taubsi an und hat 5 Pokémon. Ich feiere sie hart, wenn sie alle Startervögel hat. Ja, was soll sie sonst haben, ne? Naja, vielleicht kommt gleich Mewtwo X. Oh, so in der 5. Gen, so Mewtwo X. Und da kommt Starali. Oh, sie hat alle Startervögel und ich habe einen Donnerblitz. Die Sache ist, was hat sie dann entwickelt? Weil der eine mit seinen ganzen Starter-Nagern hatte ja auch am Ende einen Kuckmarder, hast du ja gesagt. Ich nehme an, dass sie einen Fuzzersnob hat. Stimmt, Kuckmarder wäre auch das 5th-Gen-Ding dann. Hut. Warum nicht Kuckmarder? Es gibt 2 Normal-Pokémon der 5. Generation. Yawgmoth ist auch eins. Bisbug wäre viel geiler als Kuckmarder. Das stimmt. Bei weitem geiler. Tschüss, Hut. Schwalbini, Staralili, Hut und Taubsi waren es bisher. Jetzt kommt die große Frage der Fragen. Ist es wirklich ein Fasersnob? Oh mein Gott! Oh. Sehr schön. Mit Lakritz habe ich meine ganzen KP durch den Giftschleim während des Kampfes einfach wieder aufgefüllt. Passt. Ja, perfekt. Ich wollte gerade eine Rätselfrage stellen, Jan, bei der ich glaube, dass wir darüber schon mal gesprochen haben, weswegen es eigentlich kein Rätsel mehr ist. Die da wäre? Wollte ich nämlich gerade fragen, ohne dass du es mir jetzt sagst, was deine Top 3 Lieblingsstartervögel sind. Ich glaube, wie gesagt, wir haben das schon mal darüber gesprochen, aber darf ich trotzdem mal raten, weil ich weiß es nicht mehr. Dann tu es. Ohne Reihenfolge würde ich jetzt sagen, Schwalboss, Staraptor. Fiaro vielleicht? Boah, das ist, glaube ich, also Staraptor, Fiaro auf jeden Fall. Schwalboss war es früher auf jeden Fall. Wenn ich drüber nachdenke, Tauboss, ich glaube, da würde ich eher Schwalboss vorziehen. Noctu schmeißen wir mal eben raus. Fasser Snob auch. Aber Snobtu. Tukanon mag ich aber auch sehr gerne. Ich glaube, da würde ich aber auch noch eher Schwalboss als Tukanon nehmen. Aber es ist auch stylisch. Das stimmt. Einfach weil es ein Kanon ist. Aber ich glaube, ich würde Staraptor, auch von der Reihenfolge Staraptor, Fiaro und dann Schwalboss nehmen. Und direkt dahinter dann Tukanon und Tauboss. Meiner Lichtung ist übrigens nichts. Gut. Ich sehe gerade, dass die ganze Zeit meine Zimmertür offen ist. Oh, Leute, wenn gleich Yu hier reinkommt, dann sieht sie, dass ich komplett nackt bin. Ist ja nichts Neues. Das stimmt. So, sie wäre wahrscheinlich überrascht, wenn du es nicht wärst. Oh, Jan, beware. Ja. Das ist ein Beware. Nein, das gibt's ja noch gar nicht, aber das ist eine weitere Veteranin. Da kannst du ja schon mal ausspähen für mich, bis ich dich endlich mal eingeholt habe. Tu ich. Ich würde übrigens das Beware, also das ist der englische Name für Costoso, glaube ich. Mhm. Das ist ein großartiger Name. Richtig gut, also ist lustig einfach, ein schöner Pun. Das passt super bei dem Bären. Und ich mag Costoso eigentlich. Ja. Auch super, das Fasersnob, ja. Ne? Donnerblitz, Donnerblitz, Donnerblitz. Ich sollte vielleicht mal Daunenreigen machen. Das schwächt sicher seinen Donnerblitz. Apropos Beware. Ja. Die ist auch wieder auf Level 71. Yay, aber mit 4 Pokémon, denke ich dann, ne? Ja, und ich fällt gerade auf, die wird doch wahrscheinlich das auch die Gegenstücke zu dem... Nevermind, hat sie nicht. Womit fängt sie an?
mit Boma Dam und aber das wäre noch okay, weil ich jetzt nicht mehr wusste, ob der eine Typ einen Moterpel hatte, aber als zweites ist halt ein Makargo. Boma Dam in welcher Form? Boden. Und mir liegt ein Item hier rum. Ein Pokéball. Die Bodenform. Gefahr Boden. Da kommt mein wunderschönes Trikefalo. Überleg gerade. Ich glaube, da probiere ich es mit Libeldra. Zack. So. Dann möchtest du mir mal 59 Witze erzählen. Nur 59? So wenig? Ja. Mann, ey. Hast du dir echt extra so viele überlegt? Das ist Krabums. Das ist ein interessantes Pokémon, die sie da hat. Die hat aber nur 4, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, trotzdem Level 71. Ja. Dann wiederum, meine Pokémon sind auch schon Level 70. Größtenteils. Kommt jetzt ein Überschallknall? Gibt's sie gar nicht, oder? Das ist eine 6-Gen-Attacke. Ist das nicht eine 5-Gen-Attacke? Ich überlege gerade. Ich glaube, es kam mit Uhafnia. Die Attacke. Hm. Das Bumadame macht erstmal einen Sonnentag. Kann es sein, dass sie so ein kleines bisschen... Nein. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, war der andere nicht so ein bisschen auf Regen ausgesetzt? Und sie macht jetzt, holt die Sonne raus? Das kann sein. Ich habe gerade sau viel Damage gefressen durch dieses Krabums. Was hat's gemacht? Feuersturm. Daher der Sonnentag. In der Sonne, wohlgemerkt, ja. Ja. Da muss Trikefalo halt wieder regeln. Ah! Papunga hat doch sicher Dingens, ne? Chlorophyll. Und Solarstrahl. Prinzipiell ja. Also der Solarstrahl hat es gerade auf meinen Libeldra rausgehauen, aber hey, es ist ja nur ein Papunga. Ich würde sagen, es ist nur ein Papunga. Ich glaube, der physische Angriff ist besser. Was die Leute geschrieben haben, einen Base-Angriff von 55 anscheinend nur hat. Okay, dann never mind. So, Krawums. Was ist jetzt stärker? Flammenwurf in der Sonne? Oder Erdkräfte / Drachenklaue? Von die Beldra. Feuersturm oder Flammenwurf? Flammenwurf. Müsste eigentlich stärker sein. Was ja, bedenke, ja, beides hat Step quasi. Ja, aber Flammenwurf hat jetzt quasi den Sonnenbonus. Also ist Flammenwurf stärker. Ja, also, dann ist beides mit Step. Ja. Sehr einfach. Und dann die stärkere Attacke quasi. Mal gucken. Ja, du bist doch ulkig. Das musst du doch wissen. Hast du denn in der Akademie nicht aufgepasst? Hier, die Schallwelle könnte wehtun. So, jetzt hat die Sonne wieder aufgehört. Dann kann ich jetzt auch wieder Erdkräfte machen. Erstmal Top-Genesung verschwenden. Ich weiß, ich könnte auch Top-Tränke benutzen, Leute, aber wo wäre denn da der Spaß? Ich muss die Leute doch triggern. So. Also ich muss sagen, das ging eigentlich mit Teriyaki. Willst du kämpfen, Göre? Nein. Da brauche ich auch gar nicht zu heilen. Wir sind doch eh gleich am Pokémon Center hier. Ja, und ich habe jetzt schon geheilt. Feet's bad. Ich habe eine Feuertafel gefunden. Direkt mal, neben der Sonnentag-Veterane, ne? Wow. Das ist passend. So, oh, da ist auch ein Stärkefelsen. Haben wir da vielleicht eine schöne TM oder so? So. Ein Pokewedel. Yay. Wir können auch Regigigas fangen, wenn wir die Golems fangen. Aber wie ist das hier? Weil wir werden die Golems ja nicht fangen. Das ist eine gute Frage. Ob wirklich die das Golems gefragt, brauchen weiß, oder ob ja. wir einfach nur das... Oh, hier liegt ein verschicktes Item. Golems fangen oder wirklich einfach nur die, ich sag mal, Pokémon in den Ruinen fangen? Das nehmen wir ein Item im Mülleimer. Ja, ich weiß. Kannst du mit den Leuten in den Häusern reden? Ich rede gerade mit allen draußen. Okay. Dann laufe ich einfach direkt oben ins Erste rein. So. Unten liegt ein Item übrigens. Die Treppe runter da, oder? Ich habe kein Pokémon, was so klein ist. Oh ne, es ist kein. Es ist ein Tampion. Never mind. Ich gehe in das Haus auch schon mal rein, was die Treppe runter ist, damit du nicht überall rein musst. Also der im Haus oben, das erste in der Stadt, kriegst du ein Pokéball geschenkt. Geil! Was wollt ihr tauschen? Was will die haben? Was willst du? Wenn du mir ein Stalobor gibst, bekommst du dieses Ambidiffel von mir. Wer auf der Welt würde ein Stalobor gegen ein Ambidiffel tauschen? Und du kannst anscheinend ein Juwel des Types deines Starters bekommen, wenn du im Haus oben ein paar Fragen zu deinem Starter richtig beantwortest.
Die Frage ist, machen wir das? Ich habe es gerade einfach gemacht. Anscheinend da muss man einfach nur die Fragen durchdrücken. Alles mit, das, ja. Ich habe keine Ahnung, ob Floink wirklich einen halben Meter groß ist und 9,9 Kilo wiegt. Ich habe einfach ja gesagt, das war richtig. Also unten in dem Haus gibt es nichts Cooles. Und einen Duftpilz bekommst du. Den kann man gut, gut verkaufen. Nicht, dass wir noch Geld bräuchten, aber hey. Okay, also im ersten Haus mit wem reden? Im obersten Stockwerk mit den... Überlegen, mit dem Fettsack und mit dem Mädel? Dem Fettsack? So. Von beiden? Wie gesagt, von einem halt ein Pokéball-Geschenk, von dem anderen das Quiz. Ach so. Okay, Feuer. Sie würde gerne ein Zimmer. Du meinst aber nicht, die Papierstein-Schere spielt, oder? Nee, die andere daneben. Okay. So, hier ist ein Feuerjuwel, weil ich musste das jetzt auch machen, weil sonst ist dein Juwelen-Counter ja über meinem. Ja, ne? Gut. Das geht ja nicht. Na gut, dann haben wir jetzt erstmal unsere Pokémon und machen sie wieder Feed. Hier in dem Haus daneben ist der Duftpilz? Ja. Von? Der oberste Stockwerk, irgendein Typ weiter unten in dem Raum. Oder unten rechts? Ich glaube, unten rechts im Raum war das. Okay. So. Boah, geil, Leute! Jetzt bin ich der coolste Duftpilzbesitzer der Welt. Süchen. So, im Pokémon Center ist auch nichts. Das heißt, wir können weiter. Wobei, mal, du meintest, irgendwo ist ja noch ein Item. Ach, ja. Da. Ah, nee, das Tampignon. Nein, das ist ja nur das Tampignon. Ich wollte gerade sagen. Stimmt. Das war ja eben kein Item, Jan. Da hast du, muss man sagen, nicht ganz zugehört. Dann würde ich sagen, wir können auf Route 1 ein neues Pokémon fangen. Lass das mal nicht machen. Ich finde, wir haben schon so viele Pokémon. Oh, ich hatte keinen Schutz anscheinend aktiv. Ich habe einen Rasaf gefunden. Das ist cool. Glaskanone mal wieder, aber was wird mit dieser Rasaf verbunden? Bitte was Cooles. Das ist Dupes, hoffentlich. Wer denn? Papinella? Hatte ich nicht nur? Du hast eins. Ich glaube, du hast deinen Papinella. Moment, lass mich schnell die Liste durchgucken. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich wirklich eins hatte. Nee. Ja? Doch, stimmt, aus dem Fossil kam Papinella. Ah, wusste ich doch. Okay, da tschüss. War was. Ja. Okay, ich hatte es nämlich im Kopf, dass wir uns da, dass ich da irgendwie mir kein Name eingefallen ist. Mal wieder. So, das Rasaf kommt schon mit Fuchtler an. Aber hier gibt es noch andere Pokémon außer Papinella, oder? Komm schon, liebes Pokémon! So, Rasaf wurde gefangen. Mal gucken, was hier zu Rasaf steht im Pokédex. Ich guck grad richtig grumpy, weil einfach nur Papinellen kommt. Papinellen ist übrigens der Plural von Papinella. Siehst du Chris in die Augen, wird es wütend. Rennst du weg, wird es noch wütender. Ärgerst du es? Punkt, Punkt, Punkt. Stirbt es. Richtig. Name? Es gibt doch überall Gras, wackelndes Gras, oder? Ja. Dann sollen wir eins, welches hier kommen jetzt. Name? Für ein weibliches Rasaf. Knödel. Perfekt. Okay, scheiß drauf. Ich finde hier nur Papinella. Ich versuch's unten am Wasser nochmal. Ich glaube, das wird aber in dem Part nichts mehr. Weil das Gras auch nicht wackeln will. Kannst eben runter. Dafür kämpfe ich gegen Svenja. Was? Backpackerin Svenja. Super. Kannst ja gleich da direkt links unten zum Wasser gehen. Ist ja, glaube ich, direkt um die Ecke. Dann kannst ja dort schauen. Yes. Stimmt, die Backpackerin Svenja. Die Frage ist, will sie uns jetzt ärgern oder nicht? Mit Ammonitas. Sie hat auf jeden Fall hier die ganzen Fossilien offensichtlich. Hm. Das gefällt mir nicht, weil das ist wieder so ein Fossil, was ich nicht richtig down kriege. Welches denn? Eroptrix. Hm. Ja gut, Teriyaki. Ja, wobei, stimmt. Eroptrix. Oh, das ist die entwickelte Form direkt. Ja, vor allen Dingen hat er gerade eiskalt mich gelesen wie ein Buch. Wieso? Weil er auf meinen Driftzipfel die Kehrtwende eingesetzt hat, als ich auf mein Trikefalo raus bin. Ja gut, das war nicht schlecht.
Ich hab's nebenbei gerade mit Steinhagel weggekrittet. Können wir kurz darüber reden, warum Anorith schwebt? Was? Warum schwebt Anorith? Es schwebt nicht, es steht einfach auf seinen Klauen. Das wird es sein. Genau das und nichts anderes. So. Na gut, Feldzug sollte mir eh nicht viel Schaden machen. Kannst auch gerne 5-mal treffen, aber triffst eh nur 3-mal. Ich hab Schlitzerus gelesen, aber es war Schilterus. Schlitzerus. Das wäre ein guter Name. Komisch, die haben immer so unentwickelte Pokémon und dann eins, was in der letzten Stufe ist irgendwie. Ja. Also Teriyaki ist mittlerweile sogar Level 72 schon. Wow. Ich glaube, ich habe in diesem Part nur Teriyaki benutzt. Oh nee, Döner habe ich benutzt. Wasabi muss, weil wir aber auch fast alles machen. Ist halt echt doch recht stark, unsere beiden Drachen, ne? Ja. Vor allem finde ich die Attacken Teriyaki halt auch richtig gut mit Erdkräfte, Drachenklau und Flammenwurf. Und der Steinhagel macht anscheinend auch guten Schaden, wenn es auch das Eroptrix einfach mal one-hitten kann. Weißt du, was ich gerade sehr schade fand? Du kriegst 1608 und nicht 1408 Pokédollar am Ende. Schade. Eigentlich müsste ich Roulade mal wieder benutzen. Ist nur Level 68, das geht nicht. So. Kann ich hier irgendwie ans Wasser kommen? Irgendwie links oder entlang, glaube ich. Ja, ich surfe jetzt hier, wie gesagt, da kommen nur Puppies. Nur Puppies, willst kein Puppy. Will der Backpacker hier auch kämpfen? Ja. Okay, das ist irgendwie lustig. Was hast du nochmal gehabt? Razav? Ja. Ja, dann ist Razav jetzt mit Klick-Klack verbunden. Das ist eigentlich cool. Das ist auch so ein Pokémon, das würde ich eigentlich auch mal gerne benutzen. Ja, hätte ich auch kein Problem mit. Hat zwar nur 2 Attacken gefühlt. Der andere hat die anderen Fossilien. Ah, das ist jetzt Roulade leider nicht gerade die beste Wahl für. Du kannst hier schon mal 60 Namen ausdenken für. Der hat doch zumindest nicht einen Pokéball geschenkt, sondern 10. Oh. Praktisch. Direkt alle verkaufen demnächst. Antikraft, das ist okay. Name für Klicklack. Nenn es Nougat. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Nenn es Edel-Nougat. Edel-Nougat, wow. Okay, Klick-Klack. Unfangbar, scheinbar. Ich will es nicht nochmal angreifen, Leute. Wenn ich das critte, dann stirbt es. Das wäre nicht so gut. Den Backpack hast du noch nicht bekämpft mit den anderen Fossilien, oder? Nö, ich musste erst 100 Jahre nach einem Pokémon suchen und jetzt für das Klick-Klack nicht im Ball bleiben. Geht doch. Der hat nämlich auch einen Karipass. Ja. Neben den ganzen Mini-Entwicklungen. Jan besteht aus kleinen und großen Rädern. Kehrt ein kleines Rad, das es abgefeuert hat, nicht zurück, wird es brenzlig. Ja. Okay. Super, weißt du, random. Dich sollte man nicht ärgern und ich sollte meine Räder nicht verlieren. Genau. Dann sagt man bei dir nämlich nicht, dass wohl Rad. Und dann schreibt man F-N-U-R-D. Genau. N- oder N-O-U? Das war ja egal, das ist falsch geschrieben. Suddenly Energieball von Liliep auf Döner. Und Döner denkt sich so, war da was? Gut, dass mir jetzt nach dem dritten Surfer erst einfällt, dass Liliep ja auch hier Sturm so haben kann, oder? Oder? Konnte es nicht sowas? Hat es ja zum Glück nicht gehabt. Hat Karipas Robustheit? Das bei mir hatte nicht. Ich konnte es mit Surfer one-hitten. Okay. Und ich wüsste nicht, dass Döner plötzlich irgendwie Überbrückung hat. Ich will einfach mit Rucola reinschlagen bis zum geht nicht mehr. So. Wir den auch. Nö. Am besten ist, wenn keinen mehr reinlaufen, dann kann ich warten, bis du fertig bist. Genau, also ich kämpfe gegen den Fossiltrainer, aber ich habe meinen Pflanzen-Pokémon vorne. Das wird easy erledigt sein, hoffentlich. Und einen alten Heller habe ich noch im Gras gefunden. Bleib einfach hier oben stehen, dann laufe ich auch nirgendwo rein. Ich mag Kabuto, Leute. Kabuto hat ein echt cooles Design. Und Kabuto simpel, aber effektiv. Auch. Beide, ja, aber Kabuto ist besonders cool irgendwie. Eigentlich müsste Teriyaki jetzt noch ein Level höher sein, dann hätte ich einen Pokémon auf 68, 69, 70, 71, 72, 73. Wow. Ich habe 3 auf 70, 3 auf 69. Ja, Roulade hängt halt immer so ein bisschen her, weil ich Angst habe, es zu benutzen. Übrigens,
ich finde schon wieder 1-2-3-7 Erfahrungspunkte, eben auch schon. Ich finde das Theme irgendwie total cool hier, dass die auf den letzten Routen und jetzt hier auch wieder irgendwie alle, ja, die haben die Fossilien, dann haben die anderen ein Gegenstück vom Fossil und haben immer das Pokémon der Generation als vollentwickeltes. Mhm. Erst die Starter-Normal-Pokémon, dann die Starter-Vögel. Vögel. Dann jetzt die Fossilien hier und so weiter. Das ist ein cooles Theme. Mal gucken, was die anderen Trainer hier auf den Routen noch haben werden. So, gehe ich jetzt erstmal zum Pokémon Center. Jan, kommst du mit mir zum Pokémon Center? Ich bin auch auf dem Weg zum Pokémon Center. Jan, wenn du 12 Mark finden würdest, jetzt im Stream, würdest du die spenden oder anlegen? Das Problem ist, wir streamen gerade gar nicht. Oh, shit, ich sehe gerade, dass ich die ganze Zeit gestreamt habe. Oh no. Ah, was? Hoffe ich. Also Leute so im Chat, was tut der da? Weil eigentlich hört man ja nur mich und nicht dich, ne, dann wahrscheinlich, ne? Ich hört man ja nicht. Und dann sehen die Leute so, oh lol. Wie damals bei Ranger, ach ja. Ich erinnere mich. Suddenly stream. Dann würde ich sagen, das war's erstmal für heute. Yo. Und beim nächsten Mal weiter Richtung Anfangsstadt. Avenicia. Tschüss.